Ich begrüße Sie alle herzlich zu dieser Session über die Wolken. Nicht über den Wolken, aber über die Wolken. Ich bin froh, dass Sie alle in der Pause waren, dass Sie nicht einfach hier geblieben seid, weil es einfach so bequem ist, im Saal zu bleiben. Ich glaube, das Thema verdient es wirklich, sich damit zu befassen. Ich freue mich auf die beiden Referate. Neben mir steht Thies Kretz. Ich glaube, einige kennen ihn von der letzten oder vielleicht sogar den letzten, bin ich nicht sicher, Tagungen. Er ist Cloud-Spezialist, Software-Architekt, Mitgründer der Firma Bespinion. Ich bin nicht ganz sicher, wie man das ausspricht. Du wirst es nachher korrigieren. Es auf der Webseite steht Bespinion Cloud Native Citizens. Ich bin sehr gespannt, was das genau bedeutet. Du hast dich schon lange mit Cloud beschäftigt. Das ist euer Kerngebiet, auch der Firma. Du warst auch bei der Swisscom, in deinen vorherigen Stationen darüber tätig. Du hast eine Dissertation gemacht, über das muss ich ablesen. Proof Theoretic Aspects of Model Logic and Fixed Points. Tönt ziemlich theoretisch. Du hast versprochen, dass du heute sehr praktisch unterwegs bist, das sehr anschaulich beschreiben wirst. Deshalb gleich ein erster Test, anschaulich erklärt, was bedeutet Bespinion? Ist das irgendwie Spin, seid ihr Spin-Doktoren oder was hat es damit auf sich? Ja, du bist offensichtlich kein Star Wars-Fan. Es gibt in Star Wars einen Planet Bespin und da gibt es eine Stadt, die da in den Wolken schwebt. Und wir haben als Cloud Native Citizens gedacht, das sei eigentlich die Stadt, nach der wir unsere Firma benennen sollten. Sehr gut, danke. Ja, da hast du mich entlarvt. Als Cloud Native Citizen, was für eine ganz klassisch natürliche Wolke ist dir lieber? Die Cumulonimbus, die da Gewitterwolke oder eher so die hohen, was sind das, Zirren oder? Ich würde sagen, da wir sehr technisch unterwegs sind bei unseren Kunden, sind Gewitterwolken immer ein bisschen Anlass für Stress. Also wir sind eigentlich dann die Zirruswolken, die da einfach schön dahinschweben, schon lieber. Und das ist auch das, was wir anstreben bei unseren Kunden. Sehr gut. Freuen wir uns auf die Ausführungen. Besten Dank. Also, herzlichen Dank für die Einleitung. Guten Tag allerseits. Es freut mich sehr, dass ich auch dieses Jahr wieder hier an der Fachsession Cloud-Beschaffungen Ihnen ein Thema etwas näher bringen kann im Zusammenhang mit Cloud. Dieses Mal das Thema Automatisierung, das mir persönlich sehr am Herzen liegt. Wenn man an Cloud-Lösungen denkt, dann denkt man typischerweise an Dinge wie Kosteneffizienz, Flexibilität, Redundanz, Ausfallsicherheit und solche Aspekte. Aber ein sehr wichtiger Aspekt wird oft vergessen: korrekt konzipierte Cloud-Lösungen oder Cloud-Plattformen sind automatisierbar. Und je mehr man diese Automatisierung ausnutzt, desto mehr kommen die Vorteile oder die anderen Vorteile der Cloud eigentlich erst zum Tragen. Und zusammen werden wir nun im Rahmen meines Referates sehen, welche Maturitätsstufen von Automatisierung oder Cloud-Lösungen aufweisen können. Und wir starten da wieder ganz prosaisch bei keiner Automatisierung. Dann gehen wir über einfache Skripts gegen eine API hin zu Infrastructure as Code und am Schluss zum letzten Level, das ich Ihnen zeigen möchte, was man unter dem Buzzword GitOps vielleicht schon mal gehört hat. Selber muss ich mich jetzt nicht mehr groß vorstellen, das haben wir bereits gemacht. Ich bin Mitgründer der Firma Bespinion. Und ich freue mich, dass ich Ihnen heute ein technisches Cloud-Thema hoffentlich verständlich näher bringen darf. Bevor wir überhaupt zu Cloud-Automatisierung kommen, erinnern wir uns doch zuerst noch, wie es damals war, in der grauen Steinzeit, als wir alle noch keine Cloud hatten. Und lassen Sie uns dieses Level mal Level 0 nennen. Hä? Und wir stellen uns hier ein folgendes Szenario vor. Wir haben eine Organisation und in dieser Organisation gibt es eine Entwicklerin, die zusammen mit ihrem Team eine neue Applikation fertiggestellt hat und nun eine
Umgebung braucht, um diese Applikation zu hosten und zu testen. Und rechts da sehen Sie ein klassisches Datencenter. Das war eben vor der Zeit der Cloud, wo man noch physische Hardware im Datencenter betrieb. Die Entwicklerin meldet ihren Bedarf und tut dies in diesem Modell wahrscheinlich am ehesten bei einer Kollegin aus dem Betriebsteam, entweder über einen manuellen Prozess, also eine E-Mail schreiben oder irgendwie sogar über ein Papierformular, dass sie eine Umgebung braucht. Die Kollegin aus dem Betriebsteam, die weiß, dass jetzt hier ein neuer Server bestellt werden muss und sie kennt, sie weiß etwa, wie lange das in der klassischen Welt dauert und meldet dann vorsichtig, dass diese Aufgabe in einem Monat dann erledigt sein wird. Gleichzeitig ist es vielleicht so, dass sie hier an einen weiteren Kollegen aus dem Infrastrukturteam eine Aufgabe stellt und sagt, ich brauche einen neuen Server. Der Kollege, der weiß, was er tun muss, der weiß, ich muss jetzt ein Stück Hardware bei einem Lieferanten bestellen und das dann im Datencenter montieren und verkabeln gehen. Auch er kommt auf eine entsprechende Zeitschätzung, das wird etwa 2 Wochen dauern. Wenn das dann gemacht ist, sagen wir mal, der Server wurde jetzt installiert und in ein Netzwerk aufgenommen, dann kriegt der Server eine IP-Adresse und diese IP-Adresse muss jetzt zurückgemeldet werden an die Kollegin vom Betrieb. Die Kollegin vom Betrieb tut dann weitere Schritte auf diesem Server. Sie richtet vielleicht einen User ein für die Entwicklerin und sie registriert den Server noch in einem DNS, damit er einen Namen kriegt. Und wenn das alles gemacht ist, dann kriegt die Entwicklerin die Zugangsdaten, den Servernamen und den User und das Passwort. Und dann ist der Punkt erreicht, wo die Entwicklerin dann ihre Applikation auf dem Server bereitstellen kann. Was zeichnet also diesen Prozess in der klassischen Welt mal ohne Cloud aus? Wir haben, wie wir gesehen haben, sehr lange Laufzeiten. Das dauert in der Größenordnung von Wochen und Monaten, bis dieser Prozess durchgelaufen ist. Wir haben manuelle Bestellprozesse, es werden E-Mails geschrieben, es werden Papierformulare ausgefüllt. Und dadurch haben wir auch eine Fehleranfälligkeit. Man kann sich dann über diese 3 Kolleginnen und Kollegen vielleicht mal falsch verstehen. Dann wird etwas falsch gemacht und dann muss noch mal eine Runde gedreht werden und dann geht es noch länger. Und wie wir sehen, haben wir hier in dieser Welt typischerweise auch spezialisierte Kompetenzen. Wir haben typischerweise Entwickler, die dann irgendwie getrennt arbeiten von einem Betriebsteam, die allenfalls wieder getrennt arbeiten von einem Infrastrukturteam. Zudem haben wir gesehen, wenn man will, dass dieser Prozess immer gleich abläuft, dann hat man einen Dokumentationsaufwand. Man muss irgendwie dafür sorgen, dass der Prozess irgendwo dokumentiert ist und diese Dokumentation befolgt wird. Gut, nachdem wir nun mal uns zurückerinnert haben, wie das ohne Cloud lief, können wir zu dem schreiten, was ich jetzt hier mal Level 1 nenne, und zwar Cloud, aber ohne weitere Automatisierung. Was ändert sich denn da im ersten Schritt? Sie ahnen es vielleicht nicht sehr viel. Wir haben jetzt hier einfach mal rechts anstatt das Datencenter einen Cloud-Provider und überlegen uns jetzt, wie sieht dasselbe Szenario aus, wenn ich diesen Cloud-Provider ohne weitere Automatisierung verwende. Sie ahnen es vielleicht schon, logisch sieht das Ganze genau gleich aus. Unsere Kollegin aus der Entwicklung braucht eine neue Umgebung, um eine Applikation zu deployen. Sie bestellt diese Umgebung wahrscheinlich immer noch bei einer Kollegin vom Betrieb. Aber wir sehen jetzt hier, die Kollegin vom Betrieb weiß, sie muss jetzt hier eine neue VM bestellen lassen. Und das geht natürlich viel schneller als Hardware. Also kann sie sagen, okay, deine Umgebung ist morgen bereit. Gleichzeitig leitet sie diese Bestellung vielleicht weiter an jemanden, der dann genau weiß, wie man die Cloud, den Cloud-Provider bedient, über ein Portal zum Beispiel. Und
sagt, ich brauche bitte eine virtuelle Maschine. Und der Kollege, der das tun kann, der weiß, das geht auch nicht sehr lange, diese Maschine zu bestellen. Das ist in 2 Stunden gemacht. Er tut dann wieder dasselbe. Die Maschine wird in ein Netzwerk eingegliedert, kriegt eine IP-Adresse und die Kollegin vom Betrieb macht wieder ihren Teil, richtet einen User ein und einen DNS-Eintrag und kann dann die Zugriffsparameter für diese Umgebung an die Entwicklung weiterleiten. Die Entwicklerin kann dann ihre Applikation auf der virtuellen Maschine bereitstellen. Was zeichnet dieses Szenario aus? Wir haben eigentlich gesehen, dass wenn wir zwar Cloud haben, aber noch keine weitere Automatisierung, dann gewinnen wir einfach mal die schnelleren Laufzeiten. Es geht einfach schneller, Infrastruktur zu haben, weil das virtuelle Infrastruktur ist. Wir haben aber immer noch manuelle Bestellprozesse. Es gibt immer noch wahrscheinlich E-Mails oder irgendwelche Formulare, die da hin und her reisen. Dadurch haben wir immer noch Fehleranfälligkeit. Wir haben typischerweise immer noch eine Aufteilung in spezialisierte Kompetenzen. Leute, die dann den Cloud-Provider irgendwie bedienen und Leute, die eher Software entwickeln. Und wir haben auch hier noch den Dokumentationsaufwand. Ich muss immer noch irgendwo separat dokumentieren, was denn geschieht, damit ein solcher Prozess überhaupt immer gleich läuft. Gut, dann kommen wir jetzt zu dem, was ich jetzt mal Level 2 nennen würde. Und das ist jetzt eigentlich das erste Level, wo man von Automatisierung sprechen kann. Wir haben gesehen, in Level 1 wird die Cloud eigentlich manuell betätigt. Zum Glück haben aber die meisten Cloud-Plattformen auch eine API-First-Strategie, also haben eine programmierbare Schnittstelle für maschinelle Interaktion. Und das bringt uns jetzt zum Level 2, APIs und Scripting. Sie sehen jetzt hier rechts habe ich die API eingezeichnet. Das ist die Schnittstelle, die der Cloud-Provider anbietet, damit man mit der Cloud maschinell interagieren kann. Betrachten wir jetzt unser bekanntes Szenario noch einmal. Hat unser Entwicklungsteam denselben Bedarf? Wir möchten eine neue Umgebung bereitgestellt haben. Die Kolleginnen und Kollegen von der Infrastruktur und vom Betrieb haben in diesem Fall aber ein Skript geschrieben, welches immer dann zum Zug kommt, wenn genau dieses Szenario eintritt. Also wenn jemand eine neue Applikationsumgebung braucht. Und das Skript kann entweder manuell gestartet werden oder wenn die Kollegen einen Schritt weitergegangen sind, haben sie das Skript vielleicht hinter eine elektronische Bestellmaske gehängt, so dass man das sogar im Self-Service-Verfahren tun kann. Entsprechend ist auch die Prognose der Kollegen vom Betrieb und von der Infrastruktur optimistischer. Das Ganze wird in mehr oder weniger instantan ablaufen. Und wenn man das Skript anschaut, das ausgeführt wird, dann sieht man eigentlich, dass hier einfach die Schritte, die vorher manuell getätigt wurden, in einem Skript kodiert sind. Das heißt, als erstes kreiere ich eine VM, dann nehme ich diese VM in ein Netzwerk auf, dann registriere ich die IP-Adresse der VM in einem DNS, danach richte ich noch einen User ein auf der VM und ich setze ein Initialpasswort für den User. Und wenn dieses Skript auf der API ausgeführt wird, resultiert das darin, dass die entsprechende VM kreiert wird und die Zugriffsparameter bekannt werden. Und diese können jetzt zurückgemeldet werden, entweder über die elektronische Erfassung oder Bestellmaske oder manuell, je nachdem, wie die Organisation das aufgegleist hat. Danach wird wieder unsere Kollegin von der Entwicklung
ihren Job machen können. Erstmals unterstützen wir also hier in diesem Szenario einen automatisierten Bestellprozess, der immer gleich abläuft, denn er befolgt genau immer dasselbe, wird immer durch dasselbe Skript implementiert. Wir haben Provisionierung in Sekundenschnelle und wir sind natürlich viel weniger fehleranfällig, da, wie gesagt, hier der Prozess durch ein Skript abgebildet ist. Wir sind reproduzierbar, das läuft immer auf dieselbe Art und Weise ab. Und wir sind erstmals auch dokumentiert, denn ja, der Code ist eigentlich die Beschreibung, wie der Prozess genau abläuft. Allerdings gibt es auf diesem Level immer noch entscheidende Limitationen. Sie haben gesehen, dieses Skript, das ich Ihnen gezeigt habe, das war so in einer Pseudoprogrammiersprache geschrieben, also in einer prozeduralen Programmiersprache. Und wenn man sich jetzt überlegt, wie das in Realität aussehen würde, dann müsste dieses Skript mit allerhand Ausnahmesituationen umgehen können. Was ist, wenn meine Cloud nicht erreichbar ist? Was ist, wenn es bereits einen Server gibt mit demselben Namen? Was ist, wenn per Zufall auf der VM bereits ein User existiert mit dem Namen, der jetzt verlangt wurde, etc.? Und all diese Ausnahmelogik muss in einem solchen Skript gecodet sein. Das heißt, es braucht ein relativ tiefliegendes Wissen über, was da alles schiefgehen kann. Ich muss dann auch die Eingabeparameter validieren etc. Ich muss wissen, wann ich dieses Skript ausführen kann. Wenn ich andere Operationen codieren möchte, dann muss ich andere Skripte schreiben, zum Beispiel für das Löschen einer virtuellen Maschine oder für das Patchen einer virtuellen Maschine. Ich habe dann mit der Zeit einen Zoo von verschiedenen Skripten, die aufeinander aufsetzen. Ich habe tendenziell dadurch auch immer noch spezialisierte Kompetenzen. Ich habe Leute, die Software entwickeln und ich habe Leute, die dann sich eher mit dem Schreiben von solchen Skripts befassen und die Infrastruktur gut kennen. Deshalb möchte ich Ihnen das nächste Level zeigen, das ich Level 3 nenne. Und für mich ist das so ein bisschen der Aufbruch ins Weltraumzeitalter der Cloud. Hier befassen wir uns mit Infrastructure as Code. Und Infrastructure as Code versucht nun, die Limitationen von Level 2 zu adressieren. Infrastructure as Code wird abstrakt gesehen ermöglicht, indem man eine technologische Schicht einführt zwischen unserem Team und der API. Und dafür, für diese technologische Schicht, gibt es eine ganze Palette von verschiedenen Technologien. Ich möchte Sie jetzt nicht langweilen mit Technologienamen, aber es gibt sie. Und diese Schicht ist eigentlich dafür zuständig, dass diese Schicht nimmt eine Beschreibung des Sollzustandes der Infrastruktur entgegen, prüft den Sollzustand gegen die API mit dem Ist-Zustand der Infrastruktur und führt dann die nötigen Operationen auf der API aus, um den Sollzustand in den Ist-Zustand zu überführen. Betrachten wir uns also noch einmal unser bekanntes Szenario. Unser Team braucht eine Testumgebung für eine neue Applikation. In diesem Fall schreibt das Team eine deklarative Beschreibung der Infrastruktur, die benötigt wird. Sie sehen, wir sagen hier einfach, was wir wollen. Wir sagen, wir brauchen eine virtuelle Maschine, die soll einen Namen haben, zu einem Netzwerk gehören und auch noch einen Hostnamen kriegen. Und auf dieser virtuellen Maschine soll dann noch ein User eingerichtet sein mit einem bestimmten Namen und einem bestimmten Initialpasswort. Das heißt, ich sage hier einfach, wie die Welt ausschauen soll. Und meine Infrastructure as Code-Technologie stellt mir sicher, dass wenn ich diese Beschreibung appliziere, dann wird die Infrastructure as Code-Schicht schauen gehen, stimmt die effektive Welt mit dieser Beschreibung überein? Sie wird feststellen, es fehlt da eine entsprechende VM, wird diese VM hinstellen und dann ist unsere Umgebung bereit.
Hier kann man noch weitergehen. Erstmals kann unser Team auch seine Applikation beschreiben, deklarativ. Das Team kann sagen, wir brauchen eine neue Installation, basierend auf einem bestimmten Image, mit drei Replikas, also in dreifach repliziert. Und die Applikation soll unter einer bestimmten URL erreichbar sein. Und auch für Applikationen gibt es Infrastructure as Code-Technologien, die dann dafür sorgen, dass der Soll-Zustand, der hier beschrieben wird, in den Ist-Zustand überführt wird und die Applikation installiert wird. Wie schon beim vorangehenden Level haben wir hier natürlich immer noch die Vorteile, dass wir einen automatisierten Bestellvorgang haben, erst recht hier. Und wir haben auch natürlich immer noch die Provisionierung in Sekundenschnelle oder vielleicht Minutenschnelle. Und wir haben natürlich umso mehr eine Reproduzierbarkeit, denn ich beschreibe hier genau meinen Sollzustand meiner Infrastruktur. Und wir haben umso mehr hier eine automatische Dokumentation, denn ich beschreibe hier eigentlich oder ich habe hier eigentlich automatisch dokumentiert, wie meine Umgebung auszusehen hat. Neu kommen jetzt aber entscheidende Fähigkeiten noch dazu. Ich habe erstmals hier auf diesem Level die Fähigkeit zur Selbstheilung. Was will man damit sagen? Die Infrastructure as Code-Schicht kennt den Sollzustand der Infrastruktur. Das heißt, wenn durch irgendein Ereignis mal der Ist-Zustand vom Sollzustand abweicht, sei das, weil meine Applikation abstürzt, also ein Replika irgendwie verschwindet aus irgendeinem Grund, oder weil irgendwie eine VM kaputt geht aus irgendeinem Grund, dann weiß meine Infrastructure als Code-Schicht, wie der Sollzustand auszusehen hat und kann dann versuchen, diesen Sollzustand wieder zu herzustellen, also zum Beispiel ein neues Replika der Applikation hinzustellen oder eine neue VM hinzustellen und so eigentlich eine selbstheilende Landschaft oder eine selbstheilende Infrastruktur zu ermöglichen. Wir haben auch gesehen, die Lego-Figuren da, die sind alle so ein bisschen zusammen hier. Wenn wir Infrastructure as Code betreiben, dann sind wir eher in einem organisatorischen Modell, wo wir in Richtung DevOps gehen, wo wir also eine weniger starke Spezialisierung haben unseres Teams und eher eine homogene Aufteilung der Kompetenzen in unserem Team haben. Wir haben jetzt also gesehen, wie man Infrastruktur deklarativ beschreiben kann und auf der Cloud ausrollen kann. Und jetzt mit zwei weiteren Bausteinen erreichen wir nun das, was ich hier Level 4 nenne und was eigentlich das letzte Level ist, das ich Ihnen zeigen möchte, das, was man unter GitOps kennt. Wir haben gerade gesehen, bei Infrastructure as Code beschreiben wir unsere Umgebung, also unsere Infrastruktur deklarativ und textuell, also in irgendeinem textuellen Format. Nun ist es natürlich so, dass wir textuelle Dateien, die Infrastruktur beschreiben, versionieren können in einem Versionsverwaltungssystem, zum Beispiel eben in Git. Und wir können einen maschinellen Agenten an das Versionsverwaltungssystem knüpfen, der auf bestimmte Änderungen reagieren kann und dann basierend auf diesen Änderungen gegen die Infrastructure as Code-Schicht Aktionen tätigen kann. Wir können also unsere Landschaft noch mit zwei weiteren Dingen anreichen, einer Versionsverwaltung und einem automatischen Agenten und kommen dann zu GitOps. Wenn wir das Szenario also noch einmal betrachten, unser Team braucht eine neue Umgebung, dann tut unser Team eigentlich dasselbe. Es formuliert seine Anforderungen deklarativ als Infrastructure as Code, aber diesmal führt die Kollegin aus dem Team diese Beschreibung nicht direkt aus auf der Infrastructure as Code-Schicht, sondern checkt die in die Versionsverwaltung ein. Und dann wird in der Versionsverwaltung ein Freigabeprozess
implementiert. Das heißt, es gibt andere Kollegen, die vielleicht ein Review oder eine Zustimmung geben müssen für eine Änderung. Und wenn dieser Freigabeprozess dazu führt, dass eine Änderung freigegeben ist, dann wird die Änderung durch den automatischen Agenten detektiert und gegen die Infrastructure as Code-Schicht ausgeführt. Dasselbe kann man dann auch wieder auf applikatorischer Ebene machen, also für Software gibt es auch wieder die Möglichkeit, entsprechende Beschreibungen zu schreiben, in die Versionsverwaltung einzuchecken, einem Freigabeprozess zu unterziehen und wenn die Freigabe erfolgt ist, kann der automatische Agent diese Änderung applizieren. Wir haben also immer noch die bekannten Vorteile hier von Infrastructure as Code. Wir haben eine selbstheilende Infrastruktur. Wir haben typischerweise auch ein weniger spezialisiertes Team, das diese ganze Landschaft bedienen kann. Aber wir haben jetzt eigentlich noch die zwei oder drei weitere Fähigkeiten gewonnen, die wir vorher noch nicht hatten. Wir haben hier erstmals die Möglichkeit, unseren Änderungsprozess unter Kontrolle zu halten. Wenn Sie sich vorstellen, dass da wild jeder Entwickler einfach Änderungen auf die Cloud schicken kann, ist das vielleicht nicht so das, was man in einer größeren Organisation mit kritischer Software möchte. Und man kann mit diesem Ansatz einen Freigabeprozess implementieren, der genau solche Unfälle dann vermeidet. Zudem haben wir natürlich, da wir eine Versionskontrolle im Einsatz haben, die Fähigkeit zur Auditierbarkeit. Wir können die Versionshistorie genau verfolgen und retrospektiv sagen, was wurde wann durch wen freigegeben, was wurde wann gemacht, welche Change wurde wann aus welchem Grund getätigt. Und der dritte Vorteil ist Security. Ich kann natürlich auch sicherstellen, dass zum Beispiel in meinem Produktivsystem nur der maschinelle Agent überhaupt Änderungen tätigen darf, wohingegen vielleicht mein Team nur Leserzugriff hat, um Troubleshooting zu machen, auch wieder um zu verhindern, dass hier nicht autorisierte Änderungen in ein System einfließen, wo man das vielleicht nicht will. Damit sind wir eigentlich schon am Ende meiner Übersicht angelangt und ich möchte Ihnen noch einmal zusammenfassen, was wir gesehen haben. Vor der Cloud haben wir gesehen, da waren wir typischerweise langsam, unflexibel und fehleranfällig. Dann haben wir uns vielleicht eine Cloud gekauft und sind dann einfach vor allem mal schneller und flexibler geworden beim Bereitstellen von Infrastruktur. Aber wir waren immer noch fehleranfällig und unsere Prozesse haben sich in der Organisation vielleicht nicht unbedingt automatisch geändert. Beim Level 2, API und Scripting, da haben wir erstmals echte Automatisierung gemacht. Wir haben Reproduzierbarkeit gewonnen und wir haben erstmals eine in sich eigentlich geschlossene Bestellprozesse gehabt. Bei Infrastructure as Code ist dann die Fähigkeit zur Selbstheilung dazugekommen. Wir haben eine deklarative Beschreibung unserer Infrastruktur und bei GitOps gewinnen wir zusätzlich Security, Auditierbarkeit und generell Rigorosität unseres Prozesses. Vielleicht abschließend, wo bei den Organisationen, mit denen wir als Firma zu tun haben, sehen wir typischerweise, wenn wir da links im Spektrum sind, sind das Organisationen, bei denen auch eine eher klassische Rollenverteilung vorherrscht mit einem Entwicklungs-, einem Betrieb- und einem Infrastrukturteam. Wohingegen, wenn wir nach rechts gehen in diesem Spektrum, wir immer mehr in Richtung einer DevOps-Organisation gehen. Also diese Organisationsformen gehen ein bisschen mit diesen Technologien einher. Wenn wir so die Organisation betrachten, mit denen wir zu tun haben, dann kann man auch noch ein bisschen etwas sagen über die, wo man heute so steht eigentlich.
Und bei Server- und Netzwerkinfrastruktur, also wenn wir jetzt virtuelle Hardware betrachten, dann ist das, würde ich sagen, sind die meisten Organisationen heute irgendwo um Level 2 herum. Also es wird schon automatisiert, es wird gescriptet und vielleicht einige gehen in Richtung von Infrastructure as Code. Wohingegen bei Software, also bei Applikationen, aus unserer Warte gesehen, die Streuung schon ein bisschen mehr nach rechts gerutscht ist. Also da sind die meisten Organisationen schon etwas weiter und sind hier schon irgendwo um Level 3 herum. Das ist sicher auch zu verdanken von den neuen Containerisierungstechnologien und Plattformen wie Kubernetes, was Sie sicher auch schon mal gehört haben. Dann bleibt mir noch Danke zu sagen. Ich möchte mich bedanken für Ihr Interesse. Und wir werden gleich noch Zeit haben für Fragen. Ich darf noch kurz Werbung machen für den Swiss Cloud Native Day. Der wird am 14. September auf dem Gurten hier in Bern stattfinden. Wir haben da ein Line-up von internationalen Speakers aus der Cloud-Community. Spannende Beiträge, und am 13. wird es einen Workshop-Tag geben mit in-depth technischen Workshops. Wenn Sie also Kollegen und Kolleginnen kennen, die da Interesse hätten, es hat noch ein paar Tickets. Merci vielmals. Sehr gut. Ich wollte gleich sagen, bevor wir ihn gehen lassen, quetschen wir ihn aus und zuvor applaudieren wir. Ich habe das vorweggenommen. Besten Dank für diese Ausführungen. Wie gesagt, bevor wir dich gehen lassen, wollen wir dich noch ein bisschen ausquetschen vielleicht. Und ich nehme mir das Vorrecht heraus, da ich das Mikrofon habe, die erste Frage zu stellen. Aber die Idee ist dann auch, das Mikrofon zu öffnen und für Fragen aus dem Publikum. Wir haben ja am Nachmittag auch noch ein bisschen das Thema Make or Buy. Siehst du da einen Zusammenhang zwischen den Stufen 0 bis 4? Gibt es da eine Kausalität oder eine Korrelation zwischen, dass man vielleicht die höhere Stufe eher auslagern könnte oder sollte und vielleicht die tieferen eher selber machen? Oder ist das nicht so? Siehst du da eine Korrelation? Also ich würde die Korrelation zunächst mal dort sehen, dass wenn wir zu einer höheren Stufe übergehen, also Infrastructure as Code und GitOps, da würde ich persönlich abraten von einem Make-Ansatz. Da gibt es mittlerweile standardisierte Technologien, die diese Paradigmen befähigen und unterstützen. Eine Organisation, die den Make-Ansatz, also das alles selber schreiben will, denke ich, das ist verschwendete Zeit. Da gibt es erprobte Technologien. Im Level 2, wo man Scripting macht, da ist man halt beim Make, da ist man typischerweise selber am irgendwie seine Automatisierung am Bauen. Ich denke, das ist so die Korrelation, ja. Besten Dank. Ich habe zwar gesagt, eine Frage, aber ich habe noch eine zweite. Was denkst du, auch durchaus subjektiv, wird diese Cloud-Technologie die Abhängigkeiten verstärken oder reduzieren? Wir wollen ja Abhängigkeiten eher reduzieren von jetzt als Besteller von Lieferanten. In welche Richtung unterstützt diese Cloud-Technologie die Entwicklung? Es gibt bei den meisten Automatisierungstechnologien mittlerweile eigentlich fast de facto Industriestandards, die dann quasi mit verschiedenen Cloud-Providern sprechen können. Das gibt es im Bereich Infrastructure as Code, das gibt es auch im Bereich GitOps. Das heißt, ich hätte jetzt vorsichtig gesagt, dass man sich eher löst von einer Abhängigkeit, wenn man die richtige Technologie richtig einsetzt und auf so einen, sag ich mal, vendor-unabhängigen Industriestandard setzt. Sehr gut, besten Dank. Dann wäre jetzt das Mikrofon offen. Ich weiß nicht, ob man es wirklich vorbeibringen muss oder genügend laut sprechen könnte. Ja.
Danke, Herr Kretz, für die aufschlussreiche Darstellung des Prozesses der Levels. Ich habe mich gefragt, Sie haben immer gleich viele Lego-Männchen und Weibchen produziert oder projiziert. Heißt es auch, dass ein Vorteil sein könnte, dass man Personal reduzieren kann? Ich habe bewusst immer gleich viele genommen, weil ich das genau diesen Schluss eigentlich nicht unbedingt vorwegnehmen wollte. Ich würde sagen, je weiter man in Richtung, also fortschreitet in der Automatisierung, kommt es zu einem Job-Enrichment des Teams. Also dass man eher in Richtung DevOps geht, wo man näher zueinander rückt, was die Rollenverteilung und die Kompetenzen anbelangt, dass eine Kollegin aus dem Betrieb auch sich mal mit Entwicklungsfragestellungen auseinandersetzt und vice versa. Ich würde jetzt nicht unbedingt gleich sagen, dass man da ganze Abteilungen dann einfach streichen kann. Ich würde eher sagen, die Kompetenzen und die Zuständigkeiten und auch das Know-how wandelt sich und das ist natürlich unter Umständen eine Challenge für den Einzelnen, der sich dann da auch wieder zurechtfinden muss. Aber ich würde jetzt hier nicht unbedingt eine numerische Kalkulation wagen, wie viele Stellen man dann gleich streichen kann. Ja. Zuerst eine Frage, hört man es gut bis zu hinterst oder braucht es ein Mikrofon? Hört man es ohne Mikrofon? Gut, also soll ich es bringen? Nein. Also wenn ich dran bin, dann probiere ich mal zu sprechen. Michael Martin, Institut für Executive Transformation. Also sehe ich das richtig, die Ziele? Vielen Dank für die technische Unterstützung. Also sehe ich das richtig, ist das Ziel immer Level 4 für eigentlich jede Organisation? Und wenn ja, woran hapert es, dass nicht alle Organisationen bereits auf Level 4 sind, insbesondere öffentliche Organisationen? Also ich würde das weniger normativ sehen. Ich habe diese Präsentation auch nicht so gedacht, dass ich jetzt dafür plädiere, dass einfach alle Level 4 erreichen. Ich denke, es ist sicher auch ein Lernprozess einer Organisation und man wird nicht bei Level 4 einsteigen, sondern man wird wahrscheinlich bei Level 0 oder 1 einsteigen und dann allmählich den Bedarf sehen, um sich weiterzuentwickeln. Ich habe jetzt hier, das habe ich am Anfang vielleicht nicht so klar gesagt. Ich habe hier natürlich vor allem Organisationen betrachtet, die selber Software betreiben und Software ausrollen. Und es gibt sicher da auch Einschränkungen, wenn man Organisationen hat, die das weniger tun, die Standardsoftware einsetzen, Büroautomation machen. Da wird man wahrscheinlich nicht unbedingt in ein Szenario kommen, wo jetzt irgendwie GitOps extrem eine große Rolle spielt, könnte ich mir vorstellen, müsste man genauer anschauen, was diese Organisation tut. Ja. Gut, besten Dank. Noch eine letzte Frage, bevor wir zum nächsten Vortrag kommen, falls es eine gibt. Ja. Stefan Häberli, NZZ. Ich hätte noch mal eine Frage zur Abhängigkeit. Und zwar stelle ich mir ja vor, wenn man diese Codes macht für die Automatisierung, sind die ja doch oft proprietär. Und ich habe das nicht ganz verstanden, Ihre Argumentation mit der Abhängigkeit. Also verstärkt man dadurch nicht den Lock-in-Effekt? Das ist eine gute Frage. Es gibt fast für alle, wenn man zum Beispiel bei Infrastructure as Code schaut, da gibt es Vendor-spezifische Technologien, also die großen Hyperscaler haben alle Infrastructure as Code-Frameworks, die sie für ihre Plattform propagieren. Es gibt aber auch
eigentlich Infrastruktur, Provider unabhängige Industriestandards, muss man schon fast sagen. Da denke ich an Dinge wie Terraform für Infrastruktur oder Kubernetes für Applikationen, die eigentlich dann von jedem Provider wieder unterstützt werden. Und ich würde, um die Unabhängigkeit zu wahren, dann auf einen solchen Standard zielen. Sehr gut, ganz herzlichen Dank. Wir haben Ihnen ein kleines Präsent, ich kann es einfach überreichen. Merci vielmals. Danke. Super. Das ist nochmals ein Applaus wert.